Sie sind hier, vergrößern, verkleinern. Nico Ile schaffte es über 500 Meter nicht in die Top 10. Urheberrecht Getty Images für Eisschnellläufer. Nico Ile platzt der Traum von einer Medaille bei der Heim-WM je. Über die 500 Meter Strecke verpasst der Edelmetall klar. Eisschnellläufer Nico Ile ist bei der Einzelstrecken-WM in Insel trotz einer guten Vorstellung deutlich an einer Medaille vorbeigesprintet. Im hochkarätig besetzten 500M-Rennen belegte der 33-Jährige aus Chemnitz am Freitag in persönlicher Saisonbestzeit von 34,69 Sekunden den 11. Rang und verpasste damit auch eine Top-10-Platzierung. Ile, Wiese-Weltmeister von 2017, war der einzige deutsche Starter über die Kurzdistanz. Zu Gold raste der Russe Ruslan Murao in Bahnrekord von 34,22 Sekunden vor Olympiasieger Håvard Lorentzen aus Norwegen, 34,35, und seinem Landsmann Viktor Mushakov, 34,43. Ich bin mit meinem Rennen sehr zufrieden. Es war eine Spitzenleistung, ich brauche mich überhaupt nicht verstecken, sagte Ile, der erstaunt von den Spitzenleistungen der Konkurrenz war. Die Leistungsdichte über 500 Meter ist Wahnsinn. Zum WM-Auftakt am Donnerstag hatte Ile im Teamsprint als Vierter nur knapp Edelmetall verpasst. Am Samstag bietet sich ihm über 1000 Meter eine weitere Chance auf eine Top-Platzierung. Erste Medaille für Österreich über 500 Meter der Frauen hatte die einzige deutsche Starterin erwartungsgemäß nichts mit der Entscheidung zu tun. Gabriele Hirschbichler aus Inzell wurde trotz persönlicher Saisonbestleistung von 38,88 Sekunden letzte. Vanessa Herzog bescherte Österreich die erste Medaille. Die 23-Jährige aus Innsbruck lief in 37,12 Sekunden zu Gold und einem Bahnrekord. Zweite wurde Olympiasiegerin Naoko Daira aus Japan, 37,20, vor ihrer Landsfrau Kona Mizuga, 37,60. Team kann wegen Pechsteinabsage nicht starten. Ohne deutsche Beteiligung fanden im Anschluss an die Sprints die Rennen der Teamverfolgung statt. In der Disziplin, in der die deutsche Eisschnelllaufgemeinschaft DESG bei den Frauen zweimal die Olympiasiegerinnen stellte, 2006-2010, konnte nach der Absage der fünfmaligen Olympiasiegerin Claudia Pechstein kein Trio aufgestellt werden. Gold ging an das Team aus Japan, 2,55,77 Minuten. Die 46-Jährige hatte am Donnerstag kurzfristig ihre Teilnahme über 3000 Meter und im Team zurückgezogen. Punkt. Die Maßnahme war nach eigenen Angaben eine Reaktion auf ihre juristische Niederlage vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte EGMR, über den sie am Dienstag in Kenntnis gesetzt worden war, nur zwei Tage vor WM-Beginn.